Erster Vortrag im DSWS-Praxistreffen 2022, genau wie in den Jahren zuvor, kommt von Beate Reisky und mir. Beate Reisky von der TU Hamburg ist Sprecherin des DSWS-Konsortiums Deutschland. Auch ich bin Sprecher des DSWS-Konsortiums Deutschland. Und wir versuchen im ersten Vortrag immer so ein bisschen zusammenzukehren, was es an bedeutsamen Entwicklungen im letzten Jahr, seit dem letzten Anwenderpraxistreffen, ich sehe hier natürlich noch der alte Titel drauf, zusammengekommen ist und sich entwickelt hat. Bevor wir mit dem Vortrag selber anfangen, wollte ich ganz kurz darauf hinweisen, das war mir wichtig, wir haben darüber gesprochen in der DSWS Steering Group, es ist in der Community bekannt, DSWS ist eine weltweite Community und natürlich sind Mitglieder dieser Community betroffen von dem Krieg in der Ukraine, von den schrecklichen Dingen, die dort passieren und es war uns ein Anliegen, hier kurz deutlich zu machen, dass wir selbstverständlich an diese Kolleginnen und Kollegen denken. Irina Kuchma ist ein bekanntes Beispiel aus dem Bereich, sehr aktiv, wenn ich mich nicht irre, in DCAT und auf jeden Fall im Bereich der Organisation der Open Repositories, eine der wichtigsten Konferenzen für unsere Community. Und es war mir wichtig, hier den Tweet der DSWS Community an der Stelle aufzugreifen und zu highlighten und kurz darauf hinzuweisen, dass wir davon direkt betroffen sind. Kommen wir zu erfreulicheren Dingen. DSWS 7 ist endlich da und ihr könnt euch alle sicher vorstellen, wie erfreut ich bin, das sagen zu können. DSWS 7 ist am 29. Juli 2021 erschienen. Die offiziellen Announcements kamen dann am 2. August heraus. Es ist das größte Release in der Geschichte von DSpace und hat eine Größe, übertrifft die Releases 4, 5 und 6, die letzten drei Major Releases zusammengenommen. Die Arbeiten an DSpace 7 begannen 2015. Das hat jetzt eine mehrere Jahre lange Entwicklung hinter sich und es ist für die Community ein Technologiesprung. Die Oberfläche ist komplett ersetzt worden durch eine neue Oberfläche in Angular und es gibt endlich eine funktionsvollständige REST-API, die alles kann, was auch die Oberfläche kann, weil die Oberfläche mit dem Backend nur über diese REST-API kommuniziert. Die Demo für DSpace 7 ist unter demo7dspace.org zu finden. Ich bin mir relativ sicher, dass der Großteil der Anwesenden hier diese URL schon kennt. Trotzdem, um darauf hinzuweisen, da kann man selbst ein Look and Feel davon kriegen und ein Gefühl dafür entwickeln, wie das ausschaut. Und ich weiß, dass in vielen Institutionen bereits die Arbeiten begonnen haben, um auf DSpace 7 umzusteigen. Was endlich wieder da ist, wir haben regelmäßig erscheinende Versionen. DSpace 7.0 hat sich ja sehr verzögert, bis die DSpace Leadership Group gesagt hat, wir brauchen eine klarere Planung, wir müssen die Releases besser planen, wir müssen diesen Technologiesprung gemeinsam meistern und dazu übergegangen ist, von rein freiwilliger Arbeit darauf zu setzen, Service Provider, konkret Admire und Forescience, zu beauftragen damit, die Entwicklung voranzutreiben. Und ich bin Admire und Forescience sehr dankbar dafür, dass sie diese Arbeit leisten und in dem Rahmen die Community unterstützen. Sie sind der Community da auch sehr entgegengekommen. Und das hat dafür gesorgt, dass DSpace 7.0 letztes Jahr endlich fertig geworden ist. Als 7.0 da war, haben wir auch klar gesagt, wir wollen diese Unregelmäßigkeiten aus den Releases rauskriegen. Wir wollen nicht wieder jetzt ewig auf 7.1 warten oder auf 8.0 warten. Wir wollen eine Planbarkeit beibehalten. Und haben zunächst einen Release-Zyklus festgelegt von 4 Releases pro Jahr. In diesem Zyklus, alle 3 Monate, sind auch 7.1 und 7.2 gekommen, vollkommen pünktlich. Ende Oktober, Anfang Februar. Schwankt so ein paar wenige Tage, im Wesentlichen alle 3 Monate. Und wir haben dann festgestellt, dass alle 3 Monate ein Stück zu zeitig für uns ist und dass es für die Entwicklung, um größere Features anzugehen, sinnvoller ist, den Release-Zyklus ein bisschen zu strecken auf alle 4 Monate, sprich auf 3 Releases pro Jahr. Das nächste Release ist dementsprechend geplant, 7.3 für Juni 2022. Und es gibt die klare Vereinbarung, dass das Release Anfang Juni erscheinen soll und Funktionen eher auf 7.4 verschoben werden, als das Release zu verschieben. 7.0 ist da, 7.0 ist umgesetzt, bringt einen Haufen von Änderungen mit sich, aber die Entwicklung hat dort nicht aufgehört. Und die Community hat auch nicht aufgehört, die Entwicklung weiter zu finanzieren. 7.1 sind wichtige Funktionen reingekommen, um hier mal ein paar zu nennen. Kopieranforderungen für zugriffsgeschützte Publikationen, die Versionierungsmöglichkeit für Publikationen wieder nachzuziehen aus 6.0, die waren 7.0 nur teilweise enthalten. Das Anlegen neuer Versionen war dort nicht möglich, geht seit 7.1 wieder. Das Harvesten über OEPMH neu dazugekommen. Keine Funktion, die wir in DSpace 6 hatten, die in DSpace 7.1 mitgekommen ist, ist die IIIF-Unterstützung. Das heißt,
das Protokoll für die Übermittlung von Metadaten und Bildern und ein Haufen weiterer Funktionen. Wir bei Salabi-Code haben uns um die deutschsprachige Übersetzung nochmal intensiv gekümmert. Die Konfigurationsmöglichkeiten sind aufgebaut worden und so weiter und so weiter. Und auch in DSpace 7.2 ist es mit einer ähnlichen Geschwindigkeit weitergegangen. Die Benutzeroberfläche hat eine bessere Laufzeitkonfiguration, One-Time-Configuration bekommen. Die Embargos sind in der Maske für Neuanträge wieder möglich vorzunehmen. Es gibt ein Feedback-Formular, es gibt eine Anbindung an OpenID Connect, was es ermöglicht, so Geschichten wie Login, Wiz, Google, Amazon und so weiter zu ermöglichen. Es gibt einen Haufen von größeren und kleineren Verbesserungen. Im Administrationsmenü können die Medienfilter gestartet werden. Die Browse-By-Konfiguration ist eine relativ wichtige Geschichte, dass die Browse-Indizes konfigurierbar sind, dass man einstellen kann, über welche Metadatenfelder man zusätzlich Browse-Konfigurationen haben will. Technische Geschichten sind umgesetzt worden, Unterstützung von JDK 17 und Angular 11 und ein Solr-Verbindungspool ist eingebaut worden. Diese ganzen Änderungen sind alle im Wiki frei zu finden. Unten die Release-Notes sind hier verlinkt, auch auf der Seite davor verlinkt. Und wie gesagt, die Folien von diesem Vortrag werden wir heute Abend noch im Wiki auch einstellen. Wir planen weitere Dinge für DSpace 7 natürlich. Es gibt immer noch einige Funktionen aus DSpace 6, die derzeit noch nachgerüstet werden, die in DSpace 7 noch nicht verfügbar sind. Und eine Liste dieser Funktionen, die noch fehlen, ist hier unten zu finden. Das ist hier unter dem Punkt aktuelle Pläne. Dort ist aufgelistet, welche Punkte gibt es, die uns bekannt sind, als Funktionen unterschiedlicher Wichtigkeit, die in DSpace 6 vorhanden waren, die DSpace 7 noch nicht vorhanden sind. Und dort ist auch vermerkt, woran derzeit gerade gearbeitet wird, was in das nächste DSpace Release kommen soll und was im Moment noch darauf wartet und von der Priorität her geringer gewichtet ist. Auch die Gewichtung ist dort zu finden. Neben den Nachrüsten von Funktionen aus DSpace 6 ist geplant, neue Funktionen in DSpace einzubringen natürlich. Konkret wird gearbeitet oder ist in 7.1 reingekommen die Unterstützung von IIIF und es wird derzeit daran gearbeitet, eine vollständige Orchid-Unterstützung zu bekommen, wie es in DSpace CRIS bereits vorhanden ist. Das heißt, in DSpace 7.3 hoffen wir derzeit, dass es möglich sein wird, Login with Orchid, Synchronisation mit Orchid, Übernahme von Metadaten aus Orchid, all diese Geschichten zu machen. Neue Schnittstellen, wie zum Beispiel Signposting, was hier vom Core sehr gepusht worden ist, stehen auf der Liste der Dinge, die entwickelt werden sollen. Die Entwicklung von DSpace basiert zum Glück wieder, kann man sagen, auf zwei Säulen. Es gibt zum einen Auftragsarbeiten, die aus Mitgliedsbeiträgen zu großen Teilen finanziert werden. In DSpace 7 wurden ungefähr 317.000 US-Dollar investiert, um 7.0 fertigzustellen. Für 7.1 und 7.2 waren 63.000 US-Dollar freigegeben. Ich weiß nicht genau, wie viel davon abgerufen worden sind, weil die Rechnungen zum Teil noch nachkommen. Da hat jedes Release 3 Monate gedauert und entsprechend bei der Verlängerung des Releases ist auch die Summe dann entsprechend gestiegen, auf 4 Monate angepasst worden einfach, auf 84.000 US-Dollar für 7.3. Das sind die Mittel, die dieses Project Governance freigegeben hat aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden, um aus der Project Governance heraus Aufträge an Service Provider zu geben, um die Funktionen, die wir in DSpace 7.3 sehen wollen, wie zum Beispiel Orchid zu finanzieren. Die bezahlte Entwicklung, bezahlt aus Mitgliedsbeiträgen, bezahlt von der Community, macht die kommenden Versionen planbar, gibt uns Planungssicherheit und gibt uns als Community die Möglichkeit, gemeinsam Schwerpunkte auf Dinge zu setzen und Dinge gemeinsam zu finanzieren. Und diese Schwerpunkte werden von der Project Governance gesteuert, das heißt, von der Leadership Group und Steering Group. Parallel dazu, der andere Zweig, der DSpace über mehr als 20 Jahre hinweg entstehen lassen hat, der früher unser Hauptzweig war und der zum Glück immer stärker wieder wird, sind Codebeiträge aus der Community. Das können Codebeiträge sein, die direkt entwickelt worden sind an einzelne Institutionen, die DSpace nutzen. Das heißt, hier Leute im Publikum oder Angestellte von Institutionen, die DSpace nutzen, Funktionen für sich bauen und das ins DSpace Release reinbringen, damit das bei der Weiterentwicklung weiter berücksichtigt wird und es die Updates leichter macht, damit es im Sinne von Open Source zurückfließt in DSpace hinein. Aber auch Aufträge, die von Institutionen an Service Provider vergeben wurden. Salabi-Code zum Beispiel auch schon hat Aufträge angenommen, wo uns Kunden gesagt haben, wir hätten gerne diese Funktion in DSpace.
dann sagen wir können natürlich die Aufnahme nicht garantieren, weil darüber entscheidet die Community, aber wir werden alles dafür tun, die Dinge programmieren, bereitstellen und in der Regel gehen sie dann auch in DSpace ein. Wenn Sie Funktionen entwickeln lassen, wenn Sie Funktionen in Auftrag geben, prüfen Sie bitte, ob diese in DSpace eingebracht werden können und ob Sie das bei der Beauftragung von neuen Funktionen direkt berücksichtigen können. Das hilft uns sehr. Mir ist Anfang dieses Jahres bewusst geworden oder letztes Jahr bewusst geworden, dass, ja, da möchtest du direkt dazu was sagen oder soll ich? Gut, mir ist letztes Jahr bewusst geworden, dass wir darüber gesprochen haben, dass wir für 7.0 Mittel brauchen. Und dafür kamen hohe einmalige Spenden. Wir haben allerdings vergessen, klar zu kommunizieren, dass die Entwicklung, die bezahlte Entwicklung aus Mitgliedsbeiträgen in 7.1 und 7.2 weitergegangen ist. Und diese Entwicklung ist derzeit für die planbaren Versionen und für den Funktionsumfang der Versionen sehr wichtig. In 7.1 und 7.2 sind ungefähr in jeder dieser Versionen 10-mal so viele Funktionen aus Auftragsarbeiten der Community eingegangen im Vergleich zu Codebeiträgen von Mitgliedern der Community. Das heißt, die Steering und Leadership Group haben durch diese Mittel, die freigegeben worden sind, für 10-mal so viele Funktionen gesorgt, wie sie aus der Eigenentwicklung von einzelnen Mitgliedern kamen. Wir wollen diese Geschwindigkeit der Entwicklung beibehalten. Wir wollen das Momentum, das wir jetzt haben, fortnutzen. Und dazu möchten wir die Einnahmen erhöhen, die es gibt. Deswegen wollten wir nochmal explizit aufrufen, dazu mit DSpace Mitglied zu werden. Wenn Sie DSpace nutzen und noch nicht Mitglied im DSpace Konsortium Deutschland oder direkt bei Lyrasys sind, überlegen Sie bitte, Mitglied zu werden und die Entwicklung gemeinsam mitzufinanzieren mit Ihrem Mitgliedsbeitrag. Das würde sehr helfen. Wenn Sie bereits Mitglied sind, prüfen Sie bitte, ob Sie Ihre Beiträge entweder einmalig dieses Jahr oder dauerhaft erhöhen können, damit wir das Momentum weiter nutzen können und möglichst schnell die fehlenden Funktionen aus DSpace 6 und die neuen Funktionen wie zum Beispiel Orchid nachrüsten und in DSpace einbringen können. In diesem Zusammenhang möchte ich mich jetzt schon mal herzlich bedanken bei der TU Berlin, der FU Berlin, der HU Berlin, der Charité Universitätsmedizin, der ULB Darmstadt, der Universitätsbibliothek Kassel und der Universität Konstanz, die bereits jetzt angekündigt haben, zur kommenden Mitgliedsperiode ab 1. Juli Beiträge zu erhöhen. Und ich kann nur aufrufen, nehmen Sie sich an diesen Institutionen ein Beispiel, an diese Institutionen gerichtet. Ganz herzlichen Dank für diese tolle Unterstützung. Beate, möchtest du fortfahren? Gern. Die DSpace Community, in der Sie und ihr alle vertreten seid, ist eigentlich eine sehr starke Community. Das bedeutet aber auch immer, wenn man eine Community ist, man kann an sich keine Verträge schließen, man kann niemand einstellen und man kann keine Vereinbarung treffen. Also genau die Dinge, die Pascal Becker eben beschrieben hat, Kooperation, Beauftragung von Dienstleistern, Abschließen von Verträgen, Kooperation mit vielleicht Stiftungen. Deswegen gibt es immer bei diesen Open-Source-Projekten, wenn sie gut laufen, eine sogenannte Governance. Und die Governance ist einmal die Leadership Group, in der wir aus Deutschland durch das DSpace Konsortium Deutschland vertreten sind. Da sind einmal die Leute drin, die Geld bezahlen. Also wir aus Deutschland bezahlen relativ viel Geld. Also haben wir einen garantierten Sitz in dieser Governance. Aber es sind eben auch von den Einrichtungen, die weniger bezahlen, werden verschiedene Mitglieder gewählt. Und außerdem gibt es die Möglichkeit, noch weitere Mitglieder dort einzubringen, die eben nicht bezahlen, aber aufgrund ihrer Community-Erfahrung sehr wichtig sind. Also es sollen eigentlich alle, die mit DSpace beschäftigt sind, eine Stimme bekommen. Und diese DSpace Leadership Group, die trifft sich alle 3 Monate für 2 Stunden und bespricht die wesentlichen Richtungsentscheidungen, die mit DSpace gegangen werden sollen. Zwischendurch trifft sich regelmäßig ungefähr einmal im Monat die DSpace Steering Group, die dann eher um die operative oder mit der operativen Umsetzung betraut ist. Und ich wollte jetzt gar nicht so viel darüber sagen, weil Pascal Becker hat schon eine ganze Menge erzählt, was im letzten Jahr passiert ist. Und das war eigentlich auch das vorherrschende Thema in der DSpace Governance, also sowohl Leadership Group als auch Steering. Es ging ganz konkret um DSpace 7, um die Beschleunigung des Verfahrens, um die Entscheidung, Service Provider zu beauftragen, das Geld dafür zusammenzubekommen und auch die Funktionen und Prioritäten festzulegen. Also das hatten wir ja auch schon beim letzten Anwendertreffen, diese Umfrage, die wir im Vorfeld gemacht haben, was sind die wichtigsten Funktionen für DSpace? Das wurde
ja, weltweit gesammelt. Es wurden daraus Funktionen und Prioritäten abgeleitet und daraus eben die Release-Zyklen mit den entsprechenden Auftragsarbeiten zusammengestellt. Es gibt immer die Möglichkeit zu sagen, ja, wir ergänzen das Ganze nochmal oder wir bringen weitere Funktionen ein, weil wir sie zum Beispiel finanzieren können. Das ist auch immer sehr klar erkennbar. Dazu gehört eben das auch von Pascal Becker eben nochmal beschriebene Fundraising. Also einmal die Initiative überall oder weltweit nochmal dazu aufzurufen, Mitgliedsbeiträge zu erhöhen, einmalig oder ein bisschen längerfristig. Und es gibt eben den Wunsch, auch andere Fundraising-Campaigns dort damit mitzutragen. Auf Scores komme ich gleich nochmal. Und ein Thema, was uns neben DSpace 7 beschäftigt hat, ist natürlich auch, wie wird es weitergehen? Bei dem, wie wird es weitergehen, sage ich gleich was dazu, aber eine wichtige Kooperation ist die mit CORE, wo es auch ein Memorandum of Understanding verhandelt wird. Es geht eben darum, mit den entsprechenden Playern in der Community die richtigen Verabredungen und die richtigen Verabredungen zu treffen, um gemeinsam standardisierte Open Source Software bereitzustellen. Kannst du weitermachen? Die DSpace Product Visioning Group, die hat sich im Prinzip im ganzen letzten Jahr getroffen und es ging ihr nicht darum, bestimmte Funktionen festzulegen, also wie soll DSpace 8 werden, sondern was sollte die Linie sein? Und wir haben uns, ich glaube, wir waren 4 oder 5 Leute, sehr amerikanisch geprägt, aber auch Großbritannien, erstmal überlegt, wofür wird DSpace denn vor allem benutzt? Und es ist selbstverständlich ein institutionelles Repositorium oder Fachrepositorium. Das war schon sehr lange. Es hat inzwischen aber auch eine sehr starke Bedeutung als Forschungsdatenrepositorium. Das sehen wir auch in Deutschland, wo es unter anderem in Hessen eine starke Verbreitung gibt. Klar, an der TU Hamburg auch, TU Berlin. Also viele nutzen im Prinzip DSpace für Forschungsdaten. Es wird aber auch im Bereich digitale Sammlungsverwaltung genutzt für Kulturobjekte. Und das kommt nicht nur aus Deutschland, aber der Punkt Forschungsinformationssystem spielt eine Rolle. Die Einbindung von Projekten, es gibt auch für DSpace schon Open-Air-Integration. Also das ist noch ein wichtiger Bereich. Und in einigen Teilen auch die Abbildung von Open Education Resources. Diese ganzen Bereiche haben Standards, haben Vereinbarungen, die wir uns in dem Kontext angeguckt haben und zusammengestellt haben. Und wenn wir über DSpace 7 in Zukunft reden, bedeutet das immer, dass wir diese Standards, die für diese verschiedenen Anwendungsszenarien notwendig sind, explizit einhalten und entsprechend die Regelung dafür treffen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Weiterentwicklung von DSpace. Dazu passt dann, dass es so ein bisschen den Wunsch gibt, nicht ein bisschen, sondern den konkreten Wunsch, die DSpace-Architektur modularer zu machen. Also wenn wir bisher immer damit werben konnten, DSpace out of the box installieren und fertig, du hast ein Repositorium, gibt es durch die vielen verschiedenen Funktionen schon den Wunsch, eine Standardsoftware zu haben, die man erweitern kann, ohne sich gleich mit allen Funktionen zu überfrachten. Also auch das wird in der Software-Architektur ein wichtiges Thema sein. Und dazu gehört dann auch, bleiben wir halt ganz kurz da, Empower the Users. Ich wollte das jetzt nicht übersetzen, aber es geht schon darum, dass viele Nutzerinnen gehostete DSpace-Anwendungen haben und dass sie im Prinzip dort über die GUI weitere Dinge machen können müssen. Und dass es im Prinzip sehr viel bessere Steuerung gibt, dass es die Möglichkeit gibt, durch Plugins Anpassungen zu erzeugen und ganz besonders auch noch der Punkt automatisierte Funktion für die Inhaltsanreicherung. Das ist das für DSpace 8 und dann kommen wir gleich auf die nächste Folie, die Pascal ja schon angedeutet hat. Um diese Finanzierung weiter aufrechtzuerhalten, hat DSpace sich für eine ganz große Förderkampagne beworben. Das ist SCOS, Sustaining the Open. Das ist ein weltweiter Zusammenschluss von sogenannten Open Science Leaders. Da sind wirklich große Organisationen weltweit da, die nicht selber finanzieren, aber sie gucken, was ist an Open Science Infrastruktur förderungswürdig und wofür möchten sie eine Empfehlung aussprechen. Im Moment läuft der dritte Funding Cycle.
Und in diesem wurden die Projekte DSpace, Archive und Rederlic empfohlen. Und im Prinzip ist es das, ja, der Wunsch von DSpace, also eine personelle Unterstützung zu haben und das dafür operationelle Mittel für 2 Jahre von 663.000 Euro einzuwerben. Für uns ist das vor allem die Möglichkeit, das über Membership-Beiträge zu machen, aber es geht eben auch in die Richtung zu gucken, kennen wir vielleicht eine Einrichtung, einen Förderkreis, eine Institution, die Interesse hat, einen guten Zweck Geld zukommen zu lassen, um Open Science voranzubringen. Dann ist GOSS nochmal der, ja, im Prinzip die Kampagne, die man jetzt vielleicht nochmal bewerben könnte oder darauf hinweisen könnte. Also SCOS für dieses Jahr, 3. Funding Cycle. Wir möchten Geld für 2 Jahre zusammen suchen. Suchen ist gut. Okay, dann suchen wir mal weiter, Pascal. Jetzt kommen wir nämlich zu unserem eigenen Konsortium, also unserem eigenen Zusammenschluss mit Verträgen. Da können wir nur sagen, 36 Mal danke. Wir sind seit 1.7. letzten Jahres 36 Mitglieder. Man sieht schon, es ist bunt, es ist klein, es ist groß. Und ich kann auch noch mal kurz die nächste Folie. Pascal? Genau, wir haben im letzten Jahr 2 neue Mitglieder gehabt. Das ist einmal das Helmholtz-Zentrum Herion, das ist bei hier in der Gegend von Hamburg in Geesthacht, und die Universitätsbibliothek Marburg. Wir haben schon einen noch nicht unterschriebenen Vertrag für den 1.7.2022 und wir würden uns freuen, wenn vielleicht noch die ein oder andere Bibliothek, die noch nicht Mitglied im Konsortium ist, dazukommen könnte. Pascal Becker hat es schon erwähnt, es gab die Beitragserhöhung, hier sind sie auch nochmal aufgeführt, alle explizit. Also vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt die letzte Folie. Nochmal der kleine Werbeblock, warum sollte man dem DSpace-Konsortium Deutschland beitreten? Weil einmal dient es dem Erhalt und der Weiterentwicklung von nachhaltigen, herstellerunabhängigen Strukturen. Also wir sind als eines der großen Repositorien, die eben unabhängig sind und nicht demnächst von einem großen Verlag oder einer großen Institution aufgekauft werden wird. Mit unseren finanziellen Beiträgen und unserer Mitgliedschaft in der DSpace Governance tragen wir maßgeblich zum Erhalt und zur Weiterentwicklung von DSpace bei. Eine Mitgliedschaft in einer amerikanischen Stiftung ist nicht ganz einfach für deutsche Einrichtungen. Das Konsortium erleichtert das. Und zwar ist die TU Berlin die Konsortialführerin und sie kümmert sich dankenswerterweise ohne weiteren Profit um den Transfer der Mitgliedsbeiträge, die Rechnung schreiben. Also da geht nochmal mein ganz herzlicher Dank an die TU Berlin. Und wenn Sie beitreten, erhalten Sie auch jeweils Einzelrechnungen als Mitglied. Der weitere Vorteil ist, dass Sie unabhängig, wie groß oder klein Sie sind, egal ob Sie ein Herion-Zentrum sind, was relativ klein ist, oder eine riesengroße TU Darmstadt, unabhängig von Ihrer Größe haben Sie damit strategischen Einfluss auf die Entwicklung von DSpace und konnten zum Beispiel Dinge wie die DSGVO mit ranbringen. Ja, das war der Werbeblock. Wir werden uns später mit den DSpace-Konsortiumsmitgliedern noch zum Konsortiumstreffen treffen und ansonsten wäre jetzt der Raum für Fragen. Während Sie alle nachdenken über Fragen, habe ich mir erlaubt, mir schon mal selber eine Frage zu stellen. Es gab in den letzten Wochen viele Diskussionen über die Unterstützung der Schnittstelle SWORD in der Version 2 in DSpace 7. Konkreter Hintergrund ist, dass die benutzte Java-Bibliothek nicht mehr weiterentwickelt wird, die benutzt wird, um SWORD zu unterstützen und anzubieten. Dass es da drin Inkompatibilitäten mit neueren Bibliotheken gibt, die wir an anderer Stelle in DSpace bislang benutzt haben. Und die Frage war, lohnt es sich eigentlich, SWORD 2 weiter zu unterstützen? Die Frage stellt sich vor allem deswegen, weil es 3 Versionen von SWORD gibt, 1, 2 und 3. 3 ist relativ neu und wird noch nirgendwo richtig unterstützt, soweit ich weiß, ist noch in Entwicklung. SWORD 1 und 2 werden von DSpace im Moment unterstützt. Die meisten anderen Repositorien-Software unterstützen aber SWORD 1 und nicht zwingend SWORD 2. Und die Frage, die sich in der Project Governance deswegen gestellt hat, ist, weil es relativ aufwendig sein dürfte, in Zukunft SWORD 2 weiter zu unterstützen, ob sich das lohnt oder nicht. Es ist bekannt, in der Project Governance, dass
DeepGreen, was in Deutschland viel genutzt wird, im Moment auf SWOT 2 basiert. Die Kollegen beim KBV prüfen derzeit noch, ob DeepGreen auch SWOT 1 unterstützt. In der Zwischenzeit konnte ein Workaround gefunden werden, die ganz aktuellen Probleme erstmal löst und dafür sorgt, dass SWOT 2 in DeepSpace 7.3 höchstwahrscheinlich weiter funktionieren wird, ohne dass wir einen immensen Aufwand damit haben. Aber das grundsätzliche Problem, dass die Library, die wir dafür nutzen, die dahinter liegt, nicht weitergepflegt wird, besteht fort. Das heißt, für den kurzen Moment gibt es eine Lösung. Mittelfristig muss man nochmal schauen, wie man damit umgeht und wie das weitergeht. Und die Frage einfach, die im Raum steht, ist, gibt es eine Möglichkeit, als Fallback SWOT 1 zu verwenden, das von viel anderer Software auch genutzt wird, oder ist es zwingend erforderlich, dass wir SWOT 2 weiter unterstützen? Das kurz da einfach zum Zwischenstand. Wenn Sie weitere Fragen haben und ist einverstanden damit sind, aufgezeichnet zu werden, können Sie gerne Kamera und Video aktivieren. Ansonsten gerne die Fragen einfach im Chat stellen. Gut, Beate, ich glaube, wir haben es gut erklärt. Vielen Dank für deinen Vortrag. Fragen sonst gerne auch jederzeit zum Konsortium zu Anliegen an Beate und mich per E-Mail. Die E-Mail-Adressen müssten bekannt und geläufig sein, dürften auch leicht zu finden sein im Internet. Das war der erste Vortrag im DeepSpace-Praxistreffen 2022. Wir haben jetzt eine Pause bis 11 Uhr und dann geht es weiter. Vielen Dank.